So. Wo gibt's mehr Muni? Muni? Ich brauch Muni. Ah. Nee? Doch, ich brauch doch Muni, oder? Zumindest für diese coole Waffe. Siehste, sag ich doch. Munition. Hier ist die Tür zu. Warum? Edie, wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ah. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Da, dort kamen wir an Bord. Jetzt müssen wir bald draußen sein. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Toll, Deckung, die keine Deckung ist. Neue Opfer. Gut, die mangelnde Präzision ist scheiße, merke ich gerade. Das kommt jetzt gerade recht. Boah, ist das ein Schwach. Der ist... Der macht gar nichts. Hey! Von hier her. Schild war super platziert. Er soll offen sich zu bewegen. Ich habe gerade gedacht, das wäre noch lebendig. Deswegen habe ich noch mal einen Headshot hinterher geschickt. Gleich geht der Spaß los. Sie werden mich. Wir sind ihr Schicksal. Wir sind ihr Schicksal. So, was war das? Ih, da unten ist ein Prätorianer, glaube ich. Setze Verbrennungstag ein. Schicksals. Die Mächte des Universums verneigen sich vor mir. Ja. Sie können sich nicht widersetzen. Der gibt an ohne Ende. Sie können sich nicht widersetzen. Das erwartet sie. Ah. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Ah. Bitte schön. Dem habe ich es gegeben. Ach, Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normandy in Stücke schießen. Bin doch schon dabei. Brennt ganz schön viel Munition. Aber ich glaube, wir brauchen auch kaum noch. Da ist nämlich schon die Normandy oder zumindest das Shuttle davon. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Ja, flieg.
Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Oh, wir sollten schnell weg. Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Ich hab da so schnell oben. Ich kann dem Kerl nicht endlos ausweichen, Edi. Bringen Sie uns hier weg! Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier! In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Und wir sind der Falle entkommen. Der Unbekannte wird, den werde ich was vorhusten. Entscheidende Informationen über Kollektoren und das Omega-4-Portal erhalten. Durch Shepards Flucht kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeiten und muss dagegen neue Taktiken entwickeln. Muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Vorboten könnte an das von Cerberus oder des Shadowburgers heranreichen. Zudem scheint es unmöglich zu sein, seine Fähigkeiten zu vereinen. Namung von Handlangern zu unterbinden. Edis Arbeit war dabei jedoch großartig und beweist, wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Zu Kosten von Leben oder zu Kosten meines Lebens. Wisst ihr, wie sauer Shepard sein kann, wenn er weiß, dass er hintergangen wird? Der Unbekannte ist schon mal vorab ein toter Mann. Werden immer böser. Oh, der ist sauer. Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Kollektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zugegeben, aber ich mag keine Überraschungen, schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie haben nur eine Aufgabe, Informationen. Wenn ich denen nicht trauen kann, sind sie nutzlos für mich. So einfach ist es nicht. Gerade Sie müssten das eigentlich wissen. Ich weiß, dass ich künftig viel vorsichtiger sein werde. Bei den Kollektoren und bei Ihnen. Für Groll haben wir keine Zeit. Die Sache wird ab jetzt um einiges härter werden. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält.
Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich glaube Ihnen nur, weil ich bezweifle, dass Sie sich so schnell wiederholen würden. Das Risiko ist nicht geringer, Shepard. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edie, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position Ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Edie macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Dafür, dass ich ganz böse bin, stehen die alle doch hinter mir. Sehr gut. Gab es jetzt gute Punkte oder böse? Ich glaube, ein bisschen böse auf jeden Fall. 13. Bisschen. Leider, ja gut. Das macht eh nichts viel aus. War es ein Level? Nee. Gut. Ich muss weiter das Team zusammenstellen. Ich kann mich jetzt nicht durch das Omega-4-Portal zusammenschmeißen. Ich glaube, das war versehentlich die guten Punkte in dem Fall, wie ich gesagt habe. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich irgendwas nachdenken sagen müssen. Naja, egal. Das war Schild. Jetzt fehlt mir auf jeden Fall Element Zero. Oh, das war der Panzerung, ne? Naja. Gut. Haben wir's. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das hätte mich auch gewundert. Raphael Collin von Gouverneur von Kolonie Fargon. Okay. Crew der Normandy. Wir haben
Wir haben ihre Identität über die Andockdaten an Bord der MS-Verbrauchung ermittelt. Wie es aussieht, hat ihre Crew unsere Kolonie vor einer Katastrophe bewahrt. Sie haben nicht nur die Geth besiegt, sondern und verhindert, dass das Schiff auf einer Flugbahn auf dem Planeten abgestürzt ist, die unsere Kolonie zerstört hätte, sondern sie haben auch fast 100 Munitionskisten gerettet, die beim Aufprall des Schiffs vernichtet worden wären. Dank ihnen sind wir in Sicherheit und können die Arbeit der Brogan-Aro fortsetzen, die Kolonie an den Grenzen zum Gebiet der Geth mit Waffen versorgen. Im Namen der Einwohner der Kolonie folgen möchte ich ihnen unseren ewigen Dank aussprechen. Schön.